YouTube und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Für das heutige Video gibt es ein komplett neues Format für euch, denn ich werde euch heute meine Top 6 meiner aktuellen Fehlkäufe präsentieren. Das heißt 6 Artikel, die ich absolut bereue, mir gekauft zu haben. Da ist wirklich eine bunte Mischung dabei, von Accessoires über Schuhe zu Oberteilen. Freunde, die ganze Palette ist dabei. Um ehrlich zu sein, wenn ich mir die Artikel da drüben angucke, muss ich euch wirklich sagen, das ist echt Schmerz, weil Freunde, es ist wirklich eine Menge Geld dabei draufgegangen und ja, Freunde, was soll man machen? Aber ich denke mal, das ist ein ganz cooles Format für euch. Deswegen, Freunde, dürft ihr mich heute an der Stelle gerne roasten. Ihr dürft mir natürlich gerne an dieser Stelle schon mal ein Like und ein Abo dalassen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Zusätzlich würde ich euch an der Stelle gerne eine sehr besondere Frage stellen. Und dafür muss ich mich jetzt hier einmal Freunde, sehr persönlich gerade, kommt mir vor, als würde ich jetzt irgendwie eine Beichte ablegen müssen. Aber Freunde, habt ihr Bock, dass ich anfange auf Twitch zu streamen? Freunde, ich weiß, aktuell ist wirklich jeder da draußen am Streamen. Ist ja auch verständlich, der Hype muss mitgenommen werden. Wieso sollte ich das nicht auch machen, werden sich wahrscheinlich jetzt viele Leute fragen. Aber an der Stelle schon mal dazu gesagt, wir sind wirklich eine sehr, sehr kleine Community. Das heißt, die paar Leute oder die Handvoll Leute, die regelmäßig meine Videos schauen, die sehe ich jetzt tatsächlich auch in dem Twitch-Livestream. Aber natürlich dürfen auch andere Leute oder jeder da draußen, der Bock hat, mich auf Twitch live zu sehen, ist natürlich herzlich eingeladen. Aber Freunde, ich habe einfach Bock, abseits von YouTube persönlich zu euch zu sprechen, mit euch Videos zu schauen, Shopping-Streams zu machen, einfach zu labern, eine geile Zeit zu haben. Und ich muss wirklich sagen, dass ich das geisteskrank feiere, einfach diese Bindung tatsächlich zu seinen Zuschauern aufzubauen. Und Freunde, was soll ich euch sagen? Für mich ist die Entscheidung eigentlich schon gefallen. Dürft ihr aber trotzdem bitte, bitte gerne in die Kommentare schreiben, ob ich das Ganze machen soll oder ob ihr sagt, Bro, lass mal lieber. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde einige Erledigungen machen und Freunde, vielleicht sehen wir uns dann in naher Zukunft auch auf Twitch. Und an der Stelle gibt es jetzt erstmal meine Top 6 Fehlkäufe, die wirklich mein Portemonnaie und meine, ja, mein Leben hops genommen haben. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit dem Video. So, Freunde, wir fangen an mit den ersten Produkten. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich mit den Fakes anfange, Freunde. Ich wurde, was Fakes angeht, auf jeden Fall schon geisteskrank roasted. Und da zeige ich euch direkt mein erstes Produkt. Vielleicht kennen die ein oder anderen dieses Produkt schon aus einem vergangenen Video von mir. Denn ich spreche über diese schicke Palm Angels Track Pants, die ich mir über Kleiderkreisel gekauft habe und geisteskrank über den Tisch gezogen wurde, Freunde. Ich habe für dieses Teil, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ich glaube 250 oder 270, knapp an die 300 Euro ausgegeben und war geisteskrank gehypt. Freunde, es war Palm Angels Hype vor einem Jahr, es ist eigentlich echt ziemlich genau ein Jahr her. Hab das Ding schon einen Tag irgendwie gerockt und dann abends gesehen, dass mir irgendetwas komisch vorkam. Und zwar war das tatsächlich dieses, ich hoffe ihr könnt es in der Kamera erkennen, kleine XL-Tag. Es ist alles nicht ganz so gewesen, wie es sein sollte und da war für mich dann klar, das Ding ist fake. Das Gute an der Sache ist wirklich, dass ich über über den Käuferschutz bei PayPal bezahlt habe. Deswegen ist es eigentlich kein Fehlkauf. Ich habe mein Geld wiederbekommen, Freunde. Trotz alledem bereue ich es, über Kleiderkreise mir den Artikel gekauft zu haben. Kommen wir an der Stelle auch schon zu dem nächsten Artikel und bei dem nächsten Artikel handelt es sich um ein Accessoire, welches ich wirklich jahrelang, ich übertreibe jetzt, aber wirklich ein, zwei Jahre intensiv getragen habe, einfach weil ich an der Stelle auch wieder nicht wusste, dass der Artikel gefaked ist. Ja, Freunde, man kann dazu sagen, dass ich noch wirklich jung war, also den Artikel, den ich euch jetzt gleich zeige, den habe ich mir mit 15 gekauft. 15 oder 16. Ich hatte an der Stelle einfach keine Ahnung, was ich mir da zulege und ich spanne euch gar nicht weiter auf die Folter. Es handelt sich dabei um diese Supreme 5-Panel Snapback, die ich mir damals sogar bei eBay gekauft habe über Sofortkauf. Wie man sehen kann, die ist hier schon ordentlich dreckig. Freunde, ich habe das Ding mit 16 wirklich geisteskrank totgerockt. Ich muss an der Stelle wirklich sagen, dass mir gar nicht bewusst war, bis vor ein, zwei Jahren, dass dieser Artikel gefälscht ist. Man erkennt es an der Stelle auch wieder nur hier innen an dem Tag und natürlich auch an der Verarbeitung. Ich habe bisher nie eine 5-Panel Cap von Supreme besessen, bis auf diese. Und Freunde, ich dachte, das Ding ist legit. Da war eine Rechnung bei. Das Ganze ist 7, 8 Jahre her, Freunde. Und da war dieses Fashion-Ding in Deutschland oder generell bei mir mit 16 auf jeden Fall noch überhaupt gar nicht da. Freunde, am Ende des Tages
ist sie gefälscht. Aber Freunde, an der Stelle hat niemand Auge gemacht, denn mir ist es selber aufgefallen, es ist nie jemand zu mir gekommen und hat gesagt, Bro, deine Cap, geisteskrank hässlich, du bist ein kleiner Lappen und trägst Fake-Klamotten. Kommen wir an der Stelle auch schon zum nächsten Produkt und das ist wirklich eins meiner absoluten Favorite-Produkte, die ich in meinem Kleiderschrank hängen habe. Und an der Stelle werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, Bro, warum nimmst du dann diesen Artikel mit in deine Top 6 Fehlkäufe von dir? An der Stelle werde ich euch es gleich zeigen. Ich zeige euch erstmal, um welchen Artikel es sich handelt. Und zwar ist es dieses Palm Angels Flanellhemd, was wirklich geisteskrank nice ist. Geisteskrank schwer, Freunde. Ich fühle dieses Hemd unnormal. Wirklich sehr krasses Ding. Hier hinten auf dem Rücken haben wir einmal dieses Palm Angels Logo komplett oben über die Schultern geschrieben. Und an der Stelle wird es auch schon interessant, wieso dieser Artikel eins meiner Top 6 Fehlkäufe ist. Dieses Hemd kostet regulär 700 bis 800 Euro. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Es kann auch sogar noch teurer gewesen sein. Ich habe das gute Stück tatsächlich im Sale geschossen, weshalb es nicht ganz so schlimm ist. Aber Freunde, ein Hemd in dieser Preisklasse muss meiner Meinung nach einwandfrei sein. Von der Qualität her top. Ich sage euch ganz ehrlich, geisteskranke Qualität. Aber Freunde, wenn wir uns die Buchstaben hier einmal etwas genauer angucken, dann sehen wir, dass der Druck einfach geisteskrank schlecht ist. Hier sind überall Cracks in dem Druck auf dem Rücken. Und das, Freunde, das ist nicht vom Tragen gekommen oder nicht vom Waschen. Ich habe das Ding erst einmal wirklich nur per Hand gewaschen. Das war wirklich von Anfang an. Das heißt, es ist kaputt zu mir nach Hause gekommen und ich war einfach zu dumm zu sagen, nee. Sehe ich gar nicht ein, schicke ich zurück. Die haben mir an der Stelle auch so einen Foliendruck genommen, wobei ich gar nicht verstehen kann, warum die das gemacht haben. Die hätten das meiner Meinung nach viel besser siebdrucken können, dann hätte man diese Probleme auf diesem dicken Flanellstoff nicht gehabt. Deswegen versuche ich das Ding gar nicht kaputt zu rocken, sondern ja, nur zu besonderen Anlässen, beziehungsweise zum Beispiel im Winter zu tragen oder dann, wenn, wenn das Outfit dazu passt, einfach damit ich davon lange was habe. Kommen wir als nächstes wieder zu einem Accessoire und das ist ein Accessoire, den... Ja, den ich null fühle, den ich glaube ich auch nie wirklich gefühlt habe und auch nur ein bis zweimal anhatte. Ich spanne euch gar nicht weiter auf die Folter. Es handelt sich hierbei um diese Supreme Shoulder Bag, die eigentlich sehr, sehr nice ist, Freunde, aber für mich einfach in dieser Farbe null akzeptabel ist, beziehungsweise ich in dieser Farbe überhaupt 0,00000 an mir sehe, Freunde. Ich habe wirklich Kollegen, die diese Tasche haben, auch in der Farbe, wo ich wirklich sage, Bro, geisteskrank, steht dir wirklich mega gut, aber für mich in der Farbe einfach, nicht das Wahre. Und dann auch gerne mal mit, ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe, ich glaube, 70, 80 Euro müsste das Ding gekostet haben. Auch eine Menge Geld für eine Tasche, die nur im Kleiderschrank hängt. Ich muss auch an der Stelle nochmal dazu sagen, dass ich die ganzen Artikel hier wirklich geisteskrank feiere. Aber es ist einfach meine persönliche Meinung, was zum Beispiel Kosten angeht, Qualität angeht oder halt auch mein Typ angeht, wo ich sage, ey, Bro, bitte... Bitte, Bro, lass einfach die Finger davon. Bei dem nächsten Artikel handelt es sich um einen Sneaker. Ich wollte jetzt hier nicht irgendeinen Schuh rausholen, den ich mir mit 16 gekauft habe, der irgendwie auf Fußballstyle angelehnt ist. Ihr wisst, was ich meine, Freunde, wir alle waren mal jung. Ich meine wirklich einen Schuh, den ich mir in den letzten zwei bis drei Jahren gekauft habe. Da war einer dabei, wo ich wirklich sage, die 120 Euro. Das Geld hätte ich wirklich besser mit einem Feuerzeug anzünden können. Das wäre wahrscheinlich besser investiert. Es handelt sich bei diesem Produkt um den Yeezy Calabasas, beziehungsweise den Adidas Powerface Calabasas Sneaker in diesem Grau, in diesem Dark Gray. Und an der Stelle muss ich wirklich sagen, dass das eigentlich ein geisteskrank schöner Schuh ist. Ich habe keine Ahnung, aber diese Farbe bockt null, Freunde. Gerade an mir, ich bin absolut kein Typ, der sich gerne schwarze Schuhe kauft. Bei dem hier habe ich einfach das Problem, dass der sehr schmal geschnitten ist. Und ich habe keinen breiten Fuß, Freunde. Aber wenn ich das Ding anhabe, ich habe keine Ahnung, den kann ich nicht... Merkt ihr das? Ich bin sprachlos. Den kann ich wirklich nicht irgendwie nice schnüren, dass der geil aussieht am Fuß. Ich fühle den nicht. Ich fühle den absolut nicht. Wenn den einer von euch da draußen haben möchte, schreibt mir gerne. Ihr kriegt den für einen extrem guten Kurs. Oder ich überlege mir mal, was ich damit machen werde. Ich denke mal, oh, Freunde, daraus ein Custom erstellen und das Ding einfach nice machen. So nehme ich, Freunde, so machen wir das. Und jetzt kommen wir auch schon zum finalen Produkt, nämlich dem Produkt, wo ich wirklich sage, Bro, hättest du mal lieber dein Geld in der Tasche gelassen. Ich wollte diesen Artikel unbedingt haben. Aber, Freunde, als ich das Ding dann zu Hause hatte und zwei, dreimal getragen habe, habe ich gemerkt, passt dir einfach nicht.
sie passt dir nicht. Es handelt sich um diese Cold Wall Track Pants, die ich wirklich unnormal fühle, Freunde. Wirklich. Ich habe diese Hose gesehen. Ich habe mir diese Hose direkt im Anschluss gekauft. Für den regulären Preis hatte ich auch schon 2-3 Mal an. Wieso dieses mein größter Fehlkauf war, Freunde? Die Hose hat kein Elastan. Was das Ganze auf sich hat, Freunde, werde ich euch einmal demonstrieren. Und zwar bin ich einer der Personen, die nicht die dünnsten Beine hat. Diese Hose hat einfach kein Elastan. Das heißt, beim Tragen spannt die Hose genau hier im Schritt. Wenn ihr euch dann denkt, oh shit, die Hose reißt, wenn ich einen Zentimeter weiter nach vorne den Schritt lege, dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr räudig und tut bei 200 bzw. 250 bis 300 Euro geisteskrank weh. Einfach weil, Freunde, ich würde diese Hose so gerne rocken, aber ich kann nicht. Freunde, ich kann nicht. Ich kann einfach nicht, weil mir die Hose einfach nicht passt. Es ist einfach kein nicer Tragekomfort, Freunde, weil man die ganze Zeit Angst hat, dass 300 Euro gleich in 3 Schritten komplett gerissen sein könnte. Deswegen, Freunde, ist das auf jeden Fall mein biggest Fehlkauf, den ich habe. Freunde, an der Stelle sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ihr dürft mir natürlich wie immer und Freunde, das wisst ihr, gerne auf Instagram und auf Snapchat folgen. An der Stelle bin ich raus, Freunde. Wir sehen uns ja im nächsten Video. Haut rein, Freunde. Peace!